Hallöchen! Ich habe ja im letzten Video, Kaffee noch für mich, ich habe ja im letzten Video gefragt, ob ihr noch Fragen habt. Telefon habe ich hier. Ich blende euch die Fragen hier wie immer ein. Es sind, glaube ich, vier Fragen. Die ich mir jetzt rausgesucht habe. Bei Facebook habe ich gar nicht geguckt. Das war jetzt eher spontanes Video. Ich habe jetzt auch nur die aus dem letzten Video genommen. Ja, weil es halt relativ spontan jetzt war. Ich habe gerade ein bisschen Zeit und deswegen dachte ich, mache ich schnell ein Video. So, erste Frage. Aber wie, ich blende euch hier wie immer ein. Von Mr. Aimkeys RC Channel. Hallo, ich habe eine Frage bezüglich des Y-Kabels. Ich suche sowas auch für meinen originalen Mac Servus. Ist das egal, welches man nimmt, wegen Querschnitt und Länge? Welches ist empfehlenswert? Weil so lang muss es ja nicht sein. Ich hoffe, du kannst mir helfen. Ich habe dir, glaube ich, sogar schon geantwortet. Also das im Prinzip, die Länge von den Servos ist beim Auto jetzt nicht so entscheidend. Beim Heli ist das wahrscheinlich wieder anders. Aber im Prinzip kannst du jedes nehmen. Es gibt ja zwei verschiedene Stecksysteme. Es gibt einmal die hier, das sind glaube ich die Futaba. Oder ich kann mich auch täuschen, ich verwechsel das immer. Obwohl ich ja jetzt das schon ein paar Jährchen mache, aber irgendwie. Verwechselt es immer, das ist zum Beispiel ein Abzima und hier wäre jetzt ein anderer Stecker dran. Im Prinzip sind das dieselben, es geht nur hier um diese Nase. Wenn das jetzt nicht passen sollte, aus irgendwelchen Gründen auch immer, es gibt ja auch Empfänger, wo die diese mit Nase zum Beispiel nicht reinpassen, dann nehmt ihr euch einfach ein Messer. Ich mache dir das mal kurz vor hier. Nehmt ihr euch einfach ein Messer und nehmt diese Kante hier weg. Zack, weg, fertig. Dann passt das auch. Die Kontakte sind nämlich alle exakt gleich. Von daher, das macht eigentlich null Unterschied. Das hier hatte ich ja im letzten Video gesagt, habe ich ja von Geminacy Playground, von Michi und Benny bekommen. Ich habe aber gehört von Benny, dass diese bei Hobby King im Fünferpack irgendwie für 3 oder 4 Euro gibt. Also, das kann man sich auf jeden Fall weglegen. Das kann man immer mal gebrauchen. Oder Modellbau-Kollegen können sowas auch immer mal gebrauchen. Das ist jetzt perfekt für ein IMAX. Ich will meins ja auch für ein IMAX nehmen. Weil es ist nicht besonders lang. Das kriegt man dann noch so reingeknorkelt irgendwie in die Empfängerbox. Also von daher dürfte das passen. Im Prinzip kann man sich sowas auch selber bauen. Ist aber eine Heidenfuddelei. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Konrad in der Nähe hat, kann man sich natürlich diese kleinen Schuhchens hier da holen und sowas. Und auch dieses Plastik ummantelte Teil hier. Weil im Prinzip kann man die ja hier, die kann man ja hier rausklipsen mit einem Schraubenzieher oder sowas. Hier ein bisschen hoch und hier ein bisschen runter drücken. Dann kann man die ja rausziehen und da ist dann nur das Kabel und so eine kleine Hülse dran. Mehr ist das ja nicht. Könnte man also auch selber bauen. Ja. Oh, Entschuldigung. Ja, ich hoffe, das hat dir so weit geholfen. Ich hoffe. Ich hoffe, das hat deine Frage damit beantwortet. Ja. Kommen wir zur nächsten Frage. Nächste Frage ist von. Und Momente. Schuller Lenz. Ich hoffe, ich spreche euren Namen immer richtig aus. Könntest du ein Video machen? Welche Geländewagen zu empfehlen sind, da ich mir einen neuen holen möchte, da ich finde es gut, bessere Geländewagen. Was? Da ich finde es. Ach so, es gibt. Oh, Entschuldigung. Bessere Geländewagen als den Tamiya CC01. Also, es gibt auf jeden Fall bessere als den CC01. Im Prinzip ist jeder besser als der CC01. Das Problem an dem CC01 ist natürlich, er hat vorne eine Einzelradaufhängung, hinten eine Starrachse. Alles Kunststoff. Verschränkung hat er eigentlich gleich 0. Somit ist die Gelenkgängigkeit schon extrem eingeschränkt.
Ich habe dir auch schon geschrieben, dass du am besten, also was noch preiswert ist, ein Axial SEX10 als Kit oder sowas zum Beispiel. Da fährt man eigentlich immer mit gut. Gibt auch massenhaft Tuningteile für diese Autos. Achsverschränkung ist von Werk aus schon okay, sage ich mal. Es geht natürlich immer besser, kann man natürlich alles noch upgraden. Leider kann ich dir so ein Video nicht machen, weil ich ja zurzeit keine mehr da habe. Was noch so ein Preistipp ist, was ich aber noch nicht testen konnte, ist der Carson Crawley Pro oder wie das Ding heißt. Der kostet irgendwie RTR 150 Euro. Elektronik ist natürlich Bullshit, aber die kann man natürlich raushauen. Aber von der Achsverschränkung her und vom Aufbau her ist der echt okay. Habe ich bis jetzt viel Gutes von gelesen. Was gibt's noch? G-Mate darf man nicht verachten. G-Mate Sawback oder den neuen Sportback oder wie der heißt. Die haben natürlich Blattfedern, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Da ist auch wieder ein bisschen eingeschränkt. Aber sind auch Top-Autos. Wenn du solche Fragen speziell jetzt im Crawler-Scaler-Bereich hast, da lege ich dir Garys Modellbau-Blog ans Herz. Der Link ist unten bei mir in der Beschreibung oder auf meinem Kanal an der Seite in der Abo-Box. Ist ein super kompetenter Mann. Und auch schon jetzt ein längerer Kollege von mir oder von uns allen. Und er steht dir da sicherlich mit Rat und Tat zur Seite. Ja, so viel dazu. Nächste Frage. SR-Bashboy fragt, Fragen, die ich so an dich hätte, wären: Bist du mit dem RC, wie bist du zu dem RC-Hobby gekommen? Kannst du dich noch an dein erstes Modell erinnern? Wie kam der Kontakt zu den anderen RC-Verrückten zustande? 2WD oder 4WD? Würdest du beim Bashen schon mal belächelt? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen? Auf jeden Fall coole Fragen. Das mit dem, wie ich zum Hobby gekommen bin, die kommt ja irgendwie fast jedes Mal. Aber fangen wir mal oben an. Also, wie bin ich zu dem Hobby gekommen? Als Kind schon mit 2, 3 Jahren, wo ich das so ein bisschen mitbekommen habe, hatte mein Opa eine Modelleisenbahn und so bin ich. Habe ich das, also habe ich nicht damit angefangen, aber ich will damit nur sagen, dass es mir so ein bisschen mit in die Wiege gelegt wurde. Ja, dann habe ich irgendwann mit, keine Ahnung, wie alt ich da war, mit Verbrennern angefangen. Mein erstes Auto damals war ein Thunder Tiger S28, ja, also Monster Truck. Dann hatte ich noch so ein paar Kia-Shoes damals, aber Gladbahner halt. Ja, so bin ich dann eigentlich zu dem Hobby gekommen. Wie gesagt, dann habe ich es ja aufgegeben gehabt, ein paar Jahre durch andere Hobbys wie Motocross und sowas. Hatte ich halt wenig Zeit dafür. Und dann habe ich das ja jetzt vor 2,5 Jahren oder sowas wieder ein bisschen damit angefangen und ja. Nächste Frage war, wie kam dein Kontakt mit den anderen Erzählverrückten zustande? Also, ich habe ja, nochmal einen Schluck Kaffee. Ich habe ja damals Moderator für RC Chris sein. Nee, das war sogar noch davor. Also, ich habe mich damals bei RC Chris im Forum angemeldet, weil ich dachte, hey, ist vielleicht ganz cool. Habe ich mich da angemeldet und habe mich rechtzeitig mit zwei Leuten gut verstanden. Das war Benny, der jetzt den Kanal German aus die Playground hat, und das war Ölfuß. So, und dann kam ich irgendwann auf die Idee, hey, lasst uns doch mal TS oder Skype quatschen oder sowas. So, dann haben wir das gemacht, getan. Und dann irgendwann bin ich auf den Kanal das Silver Aussie gestoßen. Bin ich eigentlich nur drauf gekommen, weil er halt auch einen Traxxas Slash hatte damals, ganz neu. Und als er dann, glaube ich, den HPI WR8 da ausgepackt hat, irgendwie, habe ich ihn dann mal angeschrieben: Ey, hier, wie sieht's aus? So, was weiß ich, ich hatte zu der Zeit, keine Ahnung, 100 Abonnenten und er hatte 20 oder sowas. Da sagt: Hier, du machst einen coolen Eindruck. Wir können uns ja ein bisschen gegenseitig supporten. So, das war eigentlich so der Hintergrundgedanke. Mein Gedanke war, eine Community aufzubauen, also eine größere Community. Ja, dass es jetzt so groß wurde mit allen Kanälen jetzt, ist ja schon krass, aber das war eigentlich so mein Gedanke und ja, dann kam halt das Silber noch dazu.
Und dann kamen halt noch so einige andere dazu im Laufe der Zeit, wie UMB zum Beispiel oder Gerrits Modellbau-Blog. Und dann hat man halt sich immer mit immer mehr Leuten kam man dann halt in Kontakt. Und die Kulti-Laser dann kam noch dazu, was auch eine ganz lustige Sache ist beim Multikulti-Laser, weil wir haben uns eigentlich gehasst, Multikulti-Laser und ich. Und irgendwann haben wir uns halt mehr oder weniger ausgequatscht. Also ich habe noch Screenshots, wo wir uns vom Feinsten belöffelt haben. Aber jetzt ist kompletter Unterschied. Also wir verstehen uns wunderbar. Also Chris, wenn du hier für dich grüßt, wir verstehen uns echt wunderbar. Wir schreiben täglich, wir quatschen täglich, sind schon richtig dicke miteinander und ich hoffe, das bleibt auch so. Wie gesagt, so kam das halt dann so zustande. Dann, was hast du noch gefragt? 2WD oder 4WD? Also ich bin ja eigentlich so ein 2WD-Freund. Aber zurzeit habe ich keins, aber ich bin auf der Suche nach irgendwas Coolem 2WD. Ich mag eigentlich 2WD mehr. Ein Grund dafür ist eigentlich, dass 2WD mir persönlich mehr Fun macht, weil man muss mehr arbeiten. Also wenn ich jetzt ein 4WD, wie mein Kyosho jetzt zum Beispiel, gebe ich Gas, das Ding fährt schnurstracks geradeaus. Ja, und beim 2WD kann man halt ein bisschen mehr Blödsinn mitmachen, finde ich es, also ich persönlich es. Aber es gibt halt nicht besonders coole 2WD-Autos. Die meisten 2WD-Autos haben halt den riesen Nachteil, dass die Getriebe und sowas schnell lidiert werden, weil die halt immer hinten der tiefste Punkt sind und ja, ist nicht so. Ja, also ich sage 2WD. So. Dann wurdest du schon mal beim Bashen belächelt. Ja, jein. Das liegt aber wahrscheinlich ein bisschen an meiner Erscheinung, an meiner zierlichen Erscheinung. Also ich bin relativ relativ groß und breit gebaut durch meinen Sport früher. Und da belächeln sie mich eigentlich nicht so wirklich. Ich finde es nur immer lustig, dass wenn jetzt zum Beispiel Paare vorbeilaufen. Die Frauen, guckt man in die Augen, die denken sich so, oh mein Gott, was ein Spacko. Und die Männer dann, ja, was ein Kind, aber guckt die ganze Zeit zurück. Also verfolgt die ganze Zeit das Auto, wo ich mir dann immer denke, oh mein Gott, ey, so was ist da los? Warum guckt er denn zurück, wenn er es kacke findet, so ungefähr? Aber die coolsten Reaktionen eigentlich sind immer von älteren Leuten, gerade von alten Frauen. Also, ich sage immer so gerne lieb und nett Omis, wenn die vorbeikommen und sagen: Ah, der Kind im Manne stirbt nie aus. Das finde ich dann immer ganz lustig. Sonst belächelt, ja, eigentlich nicht, muss ich sagen. Also, eigentlich, ich habe noch nie negative Resonanz bekommen, wenn man mich irgendwo fahren hat, sieht. Ich fahre ja viel hier im Park oder so, oder deswegen ist jetzt nicht so tragisch, finde ich. So, das war deine letzte Frage. Und dann habe ich noch eine Frage von Benedikt Fischer. Hey, was ist mit dem Creighton? Danke für die super, danke für die Infos, super. Pia Creighton. Ihr wisst ja wahrscheinlich oder wisst es auch nicht. Ich habe ja den Creighton von der Silver RC gekauft gehabt nach diesem Brandvideo. Er hat ja alles ersetzt bekommen, hat mir einen super Preis gemacht und ich wollte ja eigentlich einen 1 zu 8er Truckee haben oder dem Fall Monster Truckee und habe zugeschlagen. Hab den aufgebaut, ich habe den ja mehr oder weniger als Kit bekommen. Hab den aufgebaut, hab alles sauber gemacht, bliblablo. Und hab dann aber schnell gemerkt, dass das Auto nichts für mich ist. Also, irgendwie, weiß ich nicht, das hat irgendwie nicht so Fun gemacht. Weiß ich nicht, ich bin wahrscheinlich zu verwöhnt von 1 zu 8er Buggys. Keine Ahnung, irgendwie ist das Auto halt nicht so mein Fall und Oma ist ja auch nicht so wirklich meine Glücksfirma. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich den dann
nach drei Fahrten oder zwei Fahrten, keine Ahnung, ich habe mir extra noch Lipos dafür gekauft und alles, wieder ins Internet gesetzt gehabt. Ich mache das ja immer über Kleinanzeigen. Und da hat sich ein netter junger Mann gemeldet. Und der wollte halt unbedingt einen Armer haben und hatte noch einen Emacs rumliegen, den habt ihr ja gesehen. Und dann haben wir ganz einfach getauscht und das ist das Ende von der Geschichte. So einfach. Ja, ist blöd. Glaube ich, dass einige Leute das sehen wollten, aber ja, es ging halt ziemlich schnell und ich bin halt ein ziemlich spontaner Mensch. Wenn ich irgendwas in meinem Kopf drin habe, dann mache ich das auch ziemlich schnell. Und von daher, das war's mit den Fragen. Wie immer, wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare, mache ich wieder ein Video. Liken, teilen, abonnieren oder wie das immer heißt bei den großen YouTubern. Und bis zum nächsten Mal und ciao. Also ein paar, ja, es waren eigentlich extrem viele Fragen aufgetaucht sind. Was denn nun ist, zum Beispiel mit dem Emacs, was mit dem ist. Mit dem ist nichts. Das Einzige, was ist, ist, dass ich mir einen Reifen aufgerissen hatte oder habe. Da muss ich mir noch zwei neue besorgen. Ich vermute mal,